19 Leute in der Sequenz zur Let's Play Wimbledon 2 Everlasting Blood in Alydas Turm. Let me guess, da gibt's jetzt wieder irgendwelche Fallen. War klar. Zweimal Lichtrune, Blutrune, das ist noch okay. Bam, 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 bam. Da, 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 Opfer. Fa, fa, Opfer. Ja, Blutsagen, los. Taubklatschen, tot. Und Blut klebt da, das ist okay. Ich mache mal einen Heiler. Dim, dim, dim. Schauen wir mal, dass wir heute den Turm fertig machen. Und wenn wir noch richtig gut sind, dass wir unsere Queste voranbringen. Geil, Halfion. Na, nichts fürs gierige Auge. Ah, diese Fallen hier, guck mal her, Kollege. Mal. Dim, dim. Ja, lass doch mal Elaine saugen. Die hat's richtig drauf, mein Schatz. Perfekt, weg damit. Jetzt ist die Frage wieder wo lang? Fick dich, jetzt wollte ich extra von der Seite das nehmen. Ach, meine Schuld. Hä? Ach! Die haben wir auch für die Geheimräume. Ah, super. Oh, jetzt gibt es zwei Wege. Das ist wahrscheinlich der falsche, oder? Wird die Musik wieder schneller? Oder kommt mir das nur so vor, wenn ich eine Treppe hochgehe? Okay, also wenn Elaine zuschlägt, die schlägt dann richtig zu. Da gibt es keine Erbarmen, damit die anderen keine gleiche Möglichkeit zu sagen. Jetzt noch höher. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich meine, je höher ich komme, desto schneller wird die Musik. Hoffe ich habe irgendwas in den Ohren. Junge, das war mal ein fetter Jackpot. Ich muss sagen, wir machen hier richtig gut Geld, ne? Und leere Flaschen. Komm, Elaine, hau den Windbeutel mal hier um. Bäm, Alter, mal so außer Kralle gepflegt. 115 Schaden, nice. Gar nichts gefunden, ja. True. Und ich verwette meinen Arsch, ich krieg jetzt wieder einen gezinkt. Ja, komm. Wir machen unsere ganzen Dietriche kaputt, die wir haben. Ach, du bist... Ja. Na, immerhin. Das inspiriert mich hier auch. Krieg ich jetzt wieder ein Gesch... Nein, ich krieg jetzt hier kein Gewischt. Gut. Hätte ja sein können, dass es provozierend ist, dass man da... Doch, die Musik wird da schneller. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Ja, du, das sind für mich jetzt hier so freie Seelen, die ich mitnehme. Free XP, das ist sehr angenehm. Die geben auch gut. Die sind nicht so kacke wie die Schleimfotzen, vor allem die haben auch noch Blutenadern. Ach, guck an. Und die Olle lebt noch. Hat die wiederbelebt oder was? Blutflasche. Oh, schön. Pre-Boss-Fight. Speicherschein. Würfel, oder? Oh, da unten kann ich sogar freispeichern. Das finde ich ja nice. Ach, guck mal an. Ist das hier irgendwie noch so ein kleines Rätsel mit den Kristallen da? Weil... Die haben ja verschiedene Farben und bei dem einen war ja noch ein Bottich dahinter, oder tue ich jetzt nur so? Jo, wurscht, speichern, jo. Moin! Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht! Ihr kennt euch? Ihr kennt euch? Können wir bitte aufhören, Sachen zu wiederholen? Ja, er hat sie getötet, ne? Als Wana und Elaine noch versteinert waren, um das
zu brechen, diesem Fluch. Ist jetzt auch ein Vampir? Hallo, noch jemand zu Hause? Ich habe ihr den Kopf abgehakt. Hey, wie hast du das geschafft, den wieder ranzukriegen? Das wäre dann wohl mein Verdienst. Würde mir jetzt bitte mal jemand erklären, was hier von dir spricht? Den Entsteinerungszauber damals, den hatte ich von dieser Lydia da. Na, da war sie nicht gerade kooperativ. Deswegen, naja, habe ich seinen Kopf kürzer machen müssen. Bla. Nicht sehr kooperativ? Du bist mitten in der Nacht reingeplatzt und über meinen Tisch gerannt? Kerl! Und ich gebe dir denn noch in meiner Großherzigkeit den Zauber. Aber wie dankst du es mir? Ja, Oscar war schon immer für geschmacklose Überraschungen gut. Jetzt hört aber auf, ihr zwei. Mit Komplimenten kommt man bei mir nicht weit. Wie auch immer. Vor etwa 3 Tagen habe ich diesen Turm entdeckt und mich bis nach oben gekämpft. Die geköpfte Leiche interessierte mich zunächst nicht, aber als ich hier etwas herumstocherte und in einem der beiden Bücher einen Zauber zum Wiederbeleben eines Menschen fand, wollte ich es ausprobieren. Seelen hatte ich ja genügend gesammelt. Ich hatte Erfolg. Alida hier hat sich erkenntlich gezeigt, indem sie mir etwas Magie beibrachte und mich bei sich aufnahm. Das Mindeste, nachdem du mir das Leben geschenkt hast, Anastasia. Und dein Talent ist bemerkenswert. Einen Zauber zum Wiederbeleben eines Menschen? Lass mich raten. Den hat dein Meister auch in einem alten Tempel gefunden. So langsam glaube ich, das war ein Elras-Tempel. Exakt. Ich wusste, der Zauber würde mir irgendwann nützlich sein. Was soll's. Wir beide leben. Lass mich damit gut sein, Kleiner. Ich bin nur hier, um meine Diebin zu holen. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Das war abzusehen. Warum nur habe ich das geahnt? Alydia und ich sind in den letzten Tagen... Oh nee, na, ihr liebt euch. Oh nee. Nee. Ach, das ist ja niedlich. Ich bin ja fast gerührt. Für dich, Dreckskerl, ist es etwas ganz anderes anscheinend. Anastasia hat mir davon erzählt, was du mit ihr und ihren Freunden gemacht hast. Als sie von diesem Aska erzählte, hatte ich gleich ein schlechtes Gefühl. Und ich habe ihr versprochen, ihr deinen Kopf zu liefern. Dann habe ich aber Angst. Ich werde es genießen, eure Leiche von meinen Füßen ausbluten zu sehen. Vor allem, als ob Elaine und Alvana irgendwas dafür könnten. Ja, das hast du mal wieder fabelhaft hinbekommen, Oscar. Ja. Auch keine Sorge, wir töten sie nicht. Wir prügeln nicht nur etwas Vernunft ein. Du schätzt mich besser nicht, Drexker. Das letzte Mal hast du mich überrascht. Diesmal bin ich vorbereitet. Ich hätte jetzt schon, jetzt kommt das Phantom der Oper. Das hätte ich gefeiert. Wie reagiert ihr ein bisschen auf Feuer? Oh, Valna, du kannst jetzt sozusagen erstmal richtig am Nacken der alten zippern. Eisball. Aber die dürfte ja Aska eigentlich gar nicht angreifen können. Weil Aska ist ja der Meister und wir sind jetzt nicht in irgendeiner krassen Spektralebene. Das weiß ich gerade nicht, wie gut das Ding ankam. Ja. Boah, das Bluten schadet aber unsere Alida ganz schön, ne? Vielleicht mal drauf. Okay, das ist scheiße. Da hätte ich mir echt das Ding sparen können. Null Effekt. Ach so, weil sie. Ach, weil die Alte auch eine Feuermagierin ist. Aber trotzdem, ey, das ist ja unglaublich. Das kann ich ja eigentlich nur noch. Reicht ja, wenn ich die physisch angreife. Das mache ich hier. Licht. Ich würde sagen, das ist ein Vampir, musst du eigentlich ja gut ziehen, ne? Vielleicht erstmal hier die Olle, die kann nämlich auch heilen. Ah, oh, greift dann. Ach so, gut, ciao, Alia. So, jetzt sollte eigentlich der Drops eigentlich sowieso gelutscht sein, ne? Jetzt muss ich nur aufpassen mit dem Heilen, dass das nicht so krass kollidiert. Ich meine, wir haben ja genug Leben. Wir hätten gerne noch ein bisschen mehr Blut und ich meine, Alia hat auch. Richtig gesaftet, schwache Heilung. Hm. Dann gib hier nochmal schwaches Licht. Ein kleiner Feuerball müsste sie dann wahrscheinlich aufficken, weil wenn sie halt Eismagier ist. Lass uns aber lieber Valna machen, weil Vampire sind ja immer noch Unlicht. Brauche ich dich hier drauf moschen. Alter auseinandernehmen. Shit, ich brauche mal Blut. Komm, jetzt hier verreck mal. Ja, schwarze. Oh, hätte ich nicht gedacht, das ist uns doch. Erstmal wieder eine schwache Heilung.
Na, ich muss ja trotzdem vorne liegen. Das fände ich auch nochmal schön. Vampire Storm mit einer fucking Lebensanzeige von den Gegnern. Das ist schon etwas sehr Blutbiss. Yo, fick dich halt, die Alte, sich auch noch und saugt mir auch noch die Dünne. So nicht. Schwaches Licht, Bitch. Kann ich mal Blut saugen? Kann ich noch ein bisschen was raus? Oh ja, krieg ich. Dann kann Elaine uns schon wieder parallel anfangen zu heilen. Ich meine, Vanas ist noch was ganz frisch. Oh, okay. So, machen wir mal hier. Ich glaube nicht, dass ich dann nochmal was rauskriege, oder? Hab ich Glück? Ah, nicht viel, ne? Könnte besser sein. Ach, wenn es ist jetzt rot. Nice. Na, kommt jetzt bekannt vor? Schlagen wir ihr den Kopf ab? Leute. Oder wir machen sie zum Vampir. Tut mir leid, Anastasia. Ja, komm, mach's kurz und was. Schon gut, ich werde trotzdem nicht dahin zurückkehren. Lieber lasse ich mich gleich hier köpfen. Passt auf, ich bin ja kein Monster. Ihr habt euch so gern. Fein, wegen mir kann die kleine Zicke auch mitkommen. Aber dafür erwarte ich diesmal Treue und gute Arbeit. Ich? In deinen Diensten? Bist du das Wahnsinns fette Beute? Was? Bist du das Wahnsinns fette Beute? Ist das jetzt irgendwie eine Beleidigung? Meinst du es nun ernst oder nicht? Aber... So sehr ich ihn auch hasse, er kann mich immerhin in einen Menschen zurückverwandeln und lieber mit dir zusammen darauf warten als alleine. Wegen mir. Aber glaub ja nicht, ich wäre einer deiner Vampirsklaven, Dreckskerl. An deiner Ausdrucksweise müssen wir auch noch arbeiten. Solltest du nicht dein Wort halten, werden wir dich alle gemeinsam umbringen, Bastard. Ja, alles klar, keine Sorge. Ja. Verdächtig großzügig für dich. Du hast doch sicher irgendwelche Hintergedanken. Ja, eine alte Sorgenstelle, die heilt oder so. Wie kommt die darauf? Ich will nur meine Angestellten bei Laune halten, damit sie keine Dummheiten mehr machen. Und eine fähige Magerin kann diesen Zeiten auch nicht schaden, wenn sie auch anstrengend ist. Na, ich hoffe, du weißt, was du tust. Erstmal alles ausräumen. Speicherstein. Geil. Ich wünschte, die Dinger würden ja auch noch heilen. So, abspeichern. Lass mich raten, das teleportiert mich nach unten. Oh. Nanu, wo sind wir denn hier gelandet? Sieht aus wie die Privatgemächer der kleinen Lydia. Hier liegt eine Papierrolle im Regal. Karte 7. Oh, nice. Gleiches Recht für alle. Von dem Kopf der Geschlechter. Auch Frauen dürfen rülpsen. Das tue ich. Oho, da hat aber jemand Probleme. Nichts Interessantes hier. Lauter kitschige Romantik-Schinken. Oh Gott. Ein bisschen SUV-mäßig, sodass sie selbstverständlich Bescheidenheit scheint keine ihrer Stärken gewesen zu sein, anstatt von Olivia's Puppen Marmor. Da habt ihr also etwas gemeinsam. Ich bitte dich, meine Schritte wie aus Gold und Diamanten. Hier ist ein Buch mit dem Titel Wenn die Möwen weinen. Wenn sie mich treffen, ist das Buch also vorbei. Diverse ziemlich alte Zauberbücher, ich kann sie nicht entziffern. Erscheint Alydas Meister hatte seine eigenen Weige. Sie zu verstehen oder zumindest zu nutzen. Kann man nicht mitnehmen? Zauberbücher, Dutzende davon, von einfachen Elementarzaubern bis hin zur Wiederbelebung eines Menschen. Die haben wir für uns kaum einen Wert. Echt nicht? Also ich hätte gedacht, dass die Elementarscheißteile doch nicht schlecht sind. Feuerspeer. Schlaubeere. Ja, Schlaubi-Stumpf. Oh, Giftregen. Ah, das wird jetzt wieder essen, ja. Riecht nach Vampir. Oh nee, da hatte wohl jemand seinen Spaß. Oh. Sonst ist hier nichts mehr? Ich finde den Break ganz interessant, dass es hier so ruhig ist und alles. Ah. Hier ist auch nichts mehr, ne? Ja gut, dann hoffe ich, dass ich nichts übersehen habe. Doppelt besser. Ein Dreifach ist ja sowieso super. Ja, komm, hier gib mir Blut. Nice! So, Blut saugen, kaputt klatschen, Ciao.
Also wir machen gute Fortschritte, würde ich sagen. Die beiden haben wir jetzt, können wir gucken, den Wald und dann halt, wie gesagt, hier ist so eine komische Insel, ne? Gib mir Blut. Elaine können wir nochmal voll machen, die kann von zwischendurch eben heilen. Kann ich meine beiden Jungs verpflegen? Obwohl, ne, vorher nur Asuka verpflegen und sie selbst, ne? Können wir eben machen. Ja, komm hinterher oder lass es bleiben, Kollege. Fick dich für diese scheiß Falle. Trank der Ewigkeit, ich hab das voll übersehen. Ach, du warst so langsam, Kollege. So. Jetzt krieg ich noch ein bisschen Blut. Seelen und Free XP. Ich würde mir zwar immer noch wünschen, dass die ein bisschen widerstandsfähiger werden, beziehungsweise. Dass Oscar und Rana auch nochmal richtig saugen können, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert, wenn Elaine davor schon getrunken hat. Baby. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal zurückkehre, wenn Rana mal ein bisschen, naja, geschicktere Finger hat. Ah ja, komm, ich bin schon wieder der Fallenläufer, ich hab's schon verstanden. Nee, ist echt so. Hier wird die Musik immer langsamer, je näher man nach unten kommt. Komm, gib mir Saft. Blutsaugen. Ciao. Ciao, Kakao. Quatsch. Ist hier draußen eigentlich noch irgendetwas? Nö, ne? Jetzt möchte ich aber gerade mal gucken. Ich habe ja das Menü, habe ich hier auch noch Aufgaben? Finde deine. Ja, da bin ich ja dabei. Finde die Diebe aus Maridos und bringe das Geld zurück. Ja, ich hätte es schöner gefunden, wenn ich dann auch gewusst hätte, wo genau. Jetzt wieder wunderbar. Jetzt weiß ich gerade gar nicht in der Stadt. Kann ich da auch eigentlich rein? Nein. Wald über Pokiola, ne? Das ist dann direkt hier. Ah, das ist ein scheiß Pilz und weder vergiftet mich wieder. Das kann dir leicht passieren, vor allem das Problem ist, die haben auch nichts in den Adern. Aber wir können die ein bisschen anmoschen, das ist nice. Und hier sollte dann irgendwo auch noch eine Diebin sein, dann haben wir zwei Diebin plus. Und dann müsste hier doch irgendwo eine kleine Insel sein, dann müssten wir dann... War das die Söldner finden? Nee, die quatschen, nicht die Söldner, die Abtrünnigen. Ich glaube, dann werden sich die Wahrheiten von der Festungsstadt ans Tageslicht kommen. Ob da wirklich alles so koscher ist, warum die das gemacht haben. Die werden es wahrscheinlich nochmal versuchen, auf ihre eigene Seite zu locken. Könnte ich mir vorstellen. Wäre auf jeden Fall so typisch von wegen, hier kommt der Plot-Twist. Aber so ist, das weiß ich nicht. Das werden wir auch erst beim nächsten Mal herausfinden. Das heißt, ich beende den Part hier wieder an dieser Stelle. Ich denke, ich werde noch den Wald durchforsten, sodass wir beim nächsten Mal direkt kurz vor der Diebin starten. Ich kann ja gerne den Weg dann versuchen zu rekapitulieren. Das ist spannender, als wenn ich jetzt hier wieder 20 Minuten verschwende, indem ich hier einfach gegen irgendwelche Monster kämpfe. Das heißt, bis zum nächsten Mal, noch viel Spaß dabei.